Diese süße Küken, die möchte ich euch zeigen, sind aus Reste gemacht, sind schnell und kann man wunderschön zum Dekorieren oder zum Verschenken, zum Schmusen verwenden. Also, bis gleich! Also für meine süßen Küken brauchen wir viel Reste, können wir alles verwenden. Jetzt möchte ich eins in Gelb machen mit Braun und dann habe ich so kleine Augen. Ihr könnt aber auch Knöpfe nehmen, ihr könnt halbe Kugel nehmen, ihr könnt Perlen nehmen oder drauf sticken mit so einem Knoten. Also ihr könnt alles Mögliche. Weil hier sind ja kleine Öxkes, die gehen ganz gut. Eine Stopfnadel, Häkelnadel Nummer 3 brauche ich und eine Schere. Und wie üblich meine Anleitung, jawohl. Also, fangen wir damit mal an. Und zwar fangen wir mit dem Körper an. Den wollte ich in Gelb. Das wäre wieder Fadenring. Meine Häkelnadel. Und zwar 6 feste Maschen da rein. Hier machen wir ein Fest und jetzt 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nach durch 5, 6. Okay. Ziehen. Zum Kreis schließen. So, ziehen wir dran. So. Kettemasche. Und dann ist er zu. Ha, die erste ist immer so. Na, ich bin ganz unten durch. So. Also zum Kettemaschen schließen. Dann kommen in die nächste Reihe. Sollte die auch mal hier fertig machen. So. Dann kommt in die nächste, jede feste Masche 2, dann haben wir 12. Also. 1, 2, 3, 4, 6. 8, 9, 10. Das ist immer die erste, wo die so schwer geht. Man sollte sie vielleicht ein bisschen lockerer lassen, aber hinterher fällt mir das wieder ein und dann habe ich es wieder vergessen. So, jetzt brauchen wir einen Fadenring. Ein Faden, mein Gedächtnisfaden. Ja? Den schlage ich ja jedes Mal immer rum, damit ich weiß, wo der Anfang und Ende ist. Die nächste Reihe, jede zweite. Also die erste stricken wir so, häkeln wir so, was halte ich immer mit meinen Stricken? Die erste häkeln wir so und in die nächste 2 rein. 1, 2. Die nächste wieder einfach, dann wieder 2. Und so machen wir das weiter bis zum Schluss, dann in jede dritte, vierte, fünfte. Dann und hier ist dann am Schluss die Zahl, die rundherum sein muss. 36 feste Maschen. Die 7. bis 12. Reihe bleibt 36 feste Maschen. Und dann nehmen wir welche zusammen, häkeln wir. Das zeige ich euch dann. So, also jetzt habe ich hier bis zur 12. Reihe fertig. Jetzt müssen wir ja zusammen häkeln. So. Ich das mal zeigen. Also das ist mein Gedächtnisfaden, den lege ich ja immer um, damit ich genau weiß, wo die Reihe an- und aufhört. Also, das wäre die 8. und 9. zusammenstricken. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt tun wir die 8. und die 9. zusammenstricken. So, und so machen wir das jetzt rundherum und die nächste Reihe
wir 7. und 8. zusammenstricken, dann die 6., 7. zusammenstricken. Dann machen wir 6., 17., 18., 19. Reihe, bleiben die 24 feste Masche. Und dann nehmen wir noch einmal ab, füllen mit Watte und tun dann die letzten 2 und zusammennähen. Also, jetzt machen wir dieses Mal. Jetzt habe ich ihn fertig, mit Watte ausgefüllt und oben zugenäht. Jetzt kommen die Füßchen dran. Also, da machen wir einen Fadenring und 6 feste Maschen. Also so, durch, festmachen und 6. 1, 2, 3. Na, 3, 4, 5, 6. Ziehen zu. So. Und jetzt kommen 3 Reihen, die 6 feste Maschen hoch. Also hier rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das war jetzt die erste Reihe. Jetzt gehen wir wieder weiter. Zählt da 6, dann braucht er kein Gedächtnis, schütze nichts, weil es sind ja immer nur 6. Jetzt wieder noch einmal 6. 1, 2, seht ihr, da geht er immer da rein. 2, 3, 4, 5, 6. So, das war jetzt die zweite Reihe und dann noch einmal und dann wäre das Füßchen schon mal fertig. Jetzt habe ich die 2 Füßchen fertig. Da, die kommen nachher da unten dran. Jetzt kommt der Flügel. Komm, geht mal hier von meinem Geschriebenes weg. Also, da kommt die erste wieder Fadenring. Wieder 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 5, 6. Wieder schließen. Dann kommt die zweite, wo er jede feste Masche 2, die dritte 2, also so, dass das im Kreis wird, bis 24 Maschen nachher zum Schluss. Und das zeige ich euch jetzt wieder, wie ihr das denn faltet. Dass das, seht ihr, ich habe eine Seite schon fertig, so ein Flügel wird. Also jetzt habe ich den Kreis fertig. Jetzt knicken wir den hier zusammen und häkeln jetzt hier die 2 und das hintere, die 2 Maschen, häkeln wir jetzt zum festen Stäbchen. Hier wieder, seht ihr, hier wo 1 ist, aber alle beide Schlaufen, da auch, und häkeln jetzt rundherum. Seht ihr die hier, die nächste. Und so, bis der Halbmond fertig ist. Ja. Und dann haben wir einen Flügel auch wieder fertig. Dann kommt der Schnabel dran und dann können wir alles dran nähen. So, okay, etwas länger lassen und ne, machen wir so. Okay. Seht ihr, jetzt haben wir alle beide fertig. Jetzt machen wir den Schnabel. Also jetzt kommt der Schnabel dran. Da machen wir 5 Luftmaschen. Also 1, 2, 3, 4. Der war aber was groß.
4, 5. Gehen in die vierte Luftmasche rein und machen hier drei Stäbchen, feste Maschen drin. 1, 2, 3 feste Maschen. Dann noch einmal 2 einzelne feste Maschen. Hier zurück. Und jetzt haben wir das letzte oder erste Luftmasche, je nachdem, wie ihr das seht, noch einmal 3 drin. 1, 2, 3. Ja, 3 feste Maschen, 3 feste Maschen in die erste oder letzte. Jetzt wieder zurück hier. 2, 1, 2. Jetzt sind wir da, wo wir angefangen haben. Und jetzt wird das einmal ganz rum gehäkelt. Nochmal. Also wir gehen hier in die erste rein. Die zweite von den dreien. Und die dritte von den dreien. So, hier die 2. Und dann haben wir hier die 3 nochmal und dann nochmal die 2 und dann sind wir fertig mit rundherum. 1, 2, 3 und nachher das noch. So, jetzt wären wir soweit fertig. Sind wir oben angekommen. Machen wir eine Kettemasche. Okay. Jetzt legen wir das rum. So wie der Flügel auch. Und häkeln hier auch rum. Also, vielleicht, dass man am Anfang das besser sieht. Nochmal so auseinander. So. Hier auch wieder. Da. Dann ist der Schnabel etwas dicker, er ist ja jetzt doppelt. Und dann noch einmal. So. Okay. Abschneiden. Durchziehen. Und jetzt wird das angenäht. Jetzt haben wir alles fertig. Jetzt tun wir erst vernähen. Die Anleitung zeige ich euch nachher zum Schluss noch einmal. Also da, wo es hier was dünner ist, ist oben. Jetzt tun wir erst, dann machen wir erst den Schnabel, damit, weil das die Mitte ist. Eben auf der Nadel drauf. Na, wirst du jetzt? So, also, dann machen wir das so ungefähr hier. Wieder nur so ein einzelnes Stäbchen da unten, so eine feste Masche von da unten, dann auch rauf und immer alles gut annähern, weil wer kleine Kinder hat, die ziehen ja überall dran. So, mal bis ganz nach hinten. Hier nochmal hoch und dann hat er sich. So. Er kann ruhig ein bisschen hoch stehen, weil der Schnabel ist ja nicht so unten direkt an der Körper dran. Also. Den hätten wir. Und jetzt kommen hier die Füße. Die kommen, wenn hier der Schnabel ist, kommen die hier einmal dran. Wo habe ich meine Stecknadel wieder? Da. Einmal hier. Und einmal da. So. Und die Flügel, da wird aber nur immer eine Seite angenäht. Seht ihr das da? Ja. So eins drüber, so. So
Und das andere, dass er guckt, dass das also hier auch so ist, damit das gleich ist. Ach, den habe ich verkehrt herum. Das war jetzt ganz intelligent. So. So rum. Okay. Und dann meine Augen. Also da könnt ihr ja verschiedene, ich habe jetzt hier so kleine, die sehen richtig süß aus. Die klebe ich nachher noch da drin. So, das nähe ich jetzt erstmal fest, dann sieht man das besser. Jetzt habe ich sie fertig, ja, in verschiedene Farben. Sehen die nicht schön aus? Kann man schön dekorieren für Ostern, aber ich würde sagen, die passen auch ein ganzes Jahr, kann man sie gebrauchen. So, und wenn es euch gefallen hat, geben wir uns einen Daumen nach oben und über jedes Abo würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Mal.